Hallo zusammen. Ja, ich bin gerade dabei, die Ölwanne sauber zu machen. Auch wenn sie sauber aussieht, ist sie nicht. Ja, jetzt nimmt man sich am besten, nachdem man das mit Kaltreiniger gemacht hat, ja, habe ich hier. Damit habe ich die komplett fettfrei gemacht. Jetzt haben wir hier einen weißen Lappen. Das ist das falsche Getriebeöl. Das ist das richtige Getriebeöl. Das kommt auch hinterher da rein. Die Spezifikation ist Dextron 2D. Das war jetzt ein Sprachfehler. Dextron 2D. Ja. Praktischerweise das, was sowieso reinkommt, nimmt man sich. Ja. Hier ist ein weißer Lappen. So. Der bleibt nicht weiß. Das sieht aus wie sauber, ist es aber nicht. Und genau das landet hier im Hydrauliköl-Filter. Ja, das hätte ich mal festmachen können. Ich möchte es aber nirgendwo einklemmen, weil, wie gesagt, die Dichtfläche oben kann gerne etwas homogener bleiben, wie man hier sieht. Kommt da immer noch ein bisschen Abrieb raus. Das macht man jetzt so lange, bis nichts mehr rauskommt. Und wie gesagt, am besten das Öl nehmen, was da sowieso reinkommt in das Getriebe. Lenk- und Hydrauliköl hört sich blöd an, aber wie gesagt, es kommt auf die Spezifikation an und das ist Dextron 2D, also nicht synthetisch. Der kriegt Mineralöl. So, ich mache das mal fertig und dann geht's weiter. So, wieder aus dem Untergrund. Ja, die Wanne ist rein. Sauber kann man nicht sagen, aber sie ist gereinigt. Neuer Ölfilter. Der Stutzen ist schon drauf. Neue O-Ringe sind drauf. Muss ja sagen, ich bin ein großer Fan. Alle paar Jahre, also davon, alle paar Jahre die Fahrzeuge wieder aufzubereiten. Ich habe mal, oh Mann, da war ich noch ein Kind. Das waren die Anfangszeiten der Autobild. Damals waren die doch nicht durchfinanziert. Ihr wisst, was ich meine. Da gab es einen Bericht, ich meine, das wäre Finnland gewesen. Da wurden alle 10 Jahre die Fahrzeuge komplett zerlegt und wieder neu aufgebaut. Einmal komplett alles raus, entrostet. Die Motoren wurden überholt, die Getriebe wurden überholt, die Achsen wurden überholt. Die Karosserien wurden teilweise echt neu lackiert und dann wurden die Fahrzeuge wieder zusammengebaut und wurden wieder 10 Jahre gefahren. Deshalb bekommt man aus den Nordländern meistens auch die besseren Oldtimer. Das ist eine Folge davon gewesen, dass es 100% Luxussteuer auf Neuwagen gab. Muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich ein ganz großer Fan von. Ne? Man muss nicht alle 3 Jahre ein neues Auto kaufen. Gut, heutzutage muss man sich jedes Jahr ein neues Auto kaufen, weil die Dinger halten keine 5 Minuten. Leasingzeit, bumm, kaputt. Audi weiß das ja auch schon und fertigt gar nicht erst Ersatzteile für Autos, die 10 Jahre sind, 10 Jahre und älter sind. Die wissen schon warum. Ja. Nee, ich bin ein großer Fan von, muss ich sagen. Und das hat mich damals sehr beeindruckt, dass die Fahrzeuge einfach weitergefahren werden. Mein Vater hat dann auch irgendwann mal gesagt, so von wegen, warum kaufst du dir eigentlich alle 4 Jahre ein neues Auto? Was soll das? Ich sag so, du schraubst da ein Kennzeichen dran, dann sind 30% des Wertes weg. Du hast das Fenster, das Geld aus dem Fenster geworfen. Kauf doch einen Jahreswagen. Nein, das war irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, das ist eine Kompensation von irgendetwas. So ein Neuwagen hat keinen großartigen Vorteil, außer dass er wahnsinnig viel Geld kostet in Bezug auf Wartung, weil man immer zum Vertragshändler musste. Also damals, ne? Heutzutage gab es ja die Freigabe für die freien Werkstätten. Gibt es, ja, seit einiger Zeit. Aber ich verstehe es einfach nicht. Ich kapiere es nicht, warum es ein Neuwagen sein muss. Das Ding muss gebaut werden. Und in Deutschland stehen sich Millionen von Gebrauchtwagen die Reifen platt, sodass sie exportiert werden. Naja, mittlerweile ist der Gebrauchtwagenmarkt, egal Diesel, Benziner, völlig irrelevant. Der brennt gerade ein bisschen durch. Corona wahrscheinlich.
tippe ich mal, ne? Weil so ganz so locker sitzt das Geld nicht mehr. Ein wesentlicher Vorteil dieser Corona-Krise. Nicht, dass das Geld nicht locker sitzt. Ich gönne jedem sein Geld. Das ist mir völlig egal. Aber dass dieser unfassbare, diese Konsumgeilheit ein bisschen eingedämmt wird. Also wir haben seit 2015 das erste richtig norddeutsche Frühjahr hier. Reden wir mal davon, dass wenig geflogen wird, etc., etc., etc. Vielleicht liegt es daran. Ich bin kein Wissenschaftler. Wir saufen hier fast ab. Das ist eine andere Sache, ne? Also es regnet fast jeden Tag. Reichlich, reichlich, reichlich. Und trotzdem sitzt in Lüneburg irgendeiner von Extinction Rebellion auf der Straße und meint, es wird eine Dürre geben. Er sitzt natürlich im Regen dabei. Ja, und hier sitzen die Bauern und graben Kanäle, damit das Wasser auch von den Feldern beziehungsweise aus den tieferen Regionen der Felder mal verschwindet. Ja, Realität und ihre Feinde, das ist immer ein bisschen problematisch, finde ich. Ich diskutiere mit solchen Leuten noch nicht. Das ist mir zu anstrengend. Sie sind nicht besonders intelligent. Ja, kinderreicher Eltern, die irgendetwas kompensieren wollen, ich habe keine Ahnung. Finanziert durch besagte reiche Eltern. Und Lüneburg ist ein super Beispiel, ne? Alle wollen total grün werden und CO2-neutral. Da gab es eine riesige Kaserne. Und die Gebäude waren top. Ne? Ich kenne die Gebäude. Nein, die werden abgerissen. Die werden abgerissen und da werden Neubauten hingestellt. Teilweise werden sie restauriert, okay, ist zugegeben, aber teilweise, also zum großen Teil werden sie abgerissen und da werden irgendwelche neuen Teile hingebaut. Natürlich nicht für finanzschwache Bürger, natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Wir wissen, dass die Zementindustrie einer der Hauptemittoren von CO2 ist. Ja, ihr seid alle total grün. Mit dem Mund. Geldscheine sind offensichtlich wichtiger. Ja, ich kapiere es nicht. Naja, okay, ich werde das Ding mal zusammenbauen. Muss ja mal weiterkommen. Nee, ich habe keinen Platten. Der Wagen ist wieder unten, das Getriebe ist komplett montiert. Ich habe die Ventileinsätze rausgeschraubt. Leider sind das allerdings Wüstenräder. Platter als das geht leider nicht bei den Dingern. Blöd. Das ist eine extrem verstärkte Flanke. Man kann also ohne Luft weiterfahren. Blöd. Naja, für mich ist das jetzt blöd, weil ich dachte eigentlich, ich kriege ihn noch weiter runter hier. Auf beiden Seiten, wie gesagt, die Ventile liegen hier. Ich hätte ihn gern ein bisschen weiter unten gehabt. Naja, muss so gehen. So. Jetzt, wo wir hier noch eigenermaßen überall dran kommen, habe ich mir gedacht, den Schlauch kennen wir schon. Ja, mal gucken, dass wir hier noch mal ein paar Spritzerchen reinkriegen. Verdammt. Ja. Schöner Schlauch, ne? So, machen wir das anders. Man kann hier reingucken, ne? Man sieht also, hier ist das Wachs noch drin. Da ist kein Rost. Aber jetzt gerade bei der Gelegenheit, wo der Kühler draußen ist, kriegt er logischerweise ein bisschen Nachschub. Alles mit einer Hand. Super. Och Mann, ey. Okay, dann halt so. Ja. Durch diese offene Rahmenbauweise ist es natürlich wahnsinnig praktisch. Man kommt da alles dran.
So, einmal da lang, jetzt einmal da lang. Huch, nicht so wenig. Igitt. Ja, das war die Seite. Jetzt mache ich das Ganze von der Seite nochmal. Hier sind noch die kleineren Löcher offen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ich glaube, ich sollte mal da runter gehen nochmal. Hinter den Motorböcken. Wie gesagt, ist gerade wahnsinnig unkompliziert, da reinzukommen mit einer Hand. So, jetzt reicht's. Wo ist die Kamera? Auf der Seite. So. Ich hoffe, ihr seht das eigenermaßen, was ich hier mache. Ich bin ganz am Bildrand. So. Einmal die Richtung. Einmal die Richtung. So. Wie gesagt, da ist eh schon Fett drin, ne? Aber viel hilft viel. Je mehr ich da reinpulver, umso weniger ist da Platz für irgendwas anderes. Wie zum Beispiel Nässe, Feuchtigkeit etc. Ja, da komme ich durch. Da ist die Lenkung bzw. die Verschraubung von der Lenkung. Egal. Ich da trotzdem was ab. Ja. So, das war die Seite. Hier vorne ölt sowieso alles voll. Die Dreiecke sind getrennt von allem anderen. Die kriegen einen kleinen Schuss ab. Ja, hier nochmal ein Schlückchen. Die geht. Sehr entgegenkommt. Ja. Ja, das ist das ganz normales Hohlraumwachs. Reicht meistens. Ne? Wie gesagt, das stößt Wasser ab und das reicht mir eigentlich schon. Je weniger ich, na, geh rein Gummi. Je weniger ich da Wasser drin habe, beziehungsweise je mehr ich Dinge wie Fett und so weiter da drin habe, umso weniger Wasser ist da drin. Ergo, ne? Keine Feuchtigkeit, kein Sauerstoff. Ende mit Rost. Ganz einfache Chemie. Tja, jetzt muss ich noch den Kurbelwellensensor da ausbauen. Den Kollegen hier, den braucht kein Mensch mehr. Wie gesagt, alle Elektronik ist ausgebaut. Ist nichts mehr von da. Dann kommt der Wandler, nachdem ich die Glocke jetzt gleich einmal sauber gemacht habe, innen, kommt der Wandler da rein. Wie gesagt, den Wandler nicht am Motor lassen. Ihr kriegt die Feinverzahnung niemals da drauf. Das wird nichts. Ja, das ist halt so. Diese Bohrung hier führt Öl in den Wandler. Deshalb darf ich auch den Motor nicht laufen lassen. Zu Anfang. Ich muss die Spritpumpe abschalten. Der hat ja dieses Abschaltventil. Das wird nicht angesteuert. Der Motor wird drehen gelassen. Das auch im Getriebe muss auch Öldruck entstehen. Der Wandler muss wieder geflutet werden. Da ist auch eine Ölpumpe drin, logischerweise. Ne? Läuft ja alles mit Öldruck. Ja, und deswegen
müssen wir da auch ein bisschen aufpassen. Muss erst durchgedreht werden. Wir müssen also erstmal durchdrehen. Okay, mach mal weiter hier. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wie man sieht, Motor hängt am Kran. Kran ist ganz am Auto dran. Jetzt muss man den Motor gleich ein bisschen reindrücken. Ja, der Arm verlängert sich ja logischerweise, wenn er wieder runterkommt. Sieht gut aus. Die seitlichen Motorlager mache ich später dran. Getriebe lasse ich da unten, dann kann ich nämlich oben ganz bequem verschrauben. Deshalb sind die seitlichen Motorlager jetzt ab. Die liegen hinten auf der Werkbank mit den neuen Motorlagern zum Fahrzeug. Ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Hoffe ich. Ja. Ja, das sieht alles in allem schon mal gar nicht so übel aus. Wir haben zwei feste Stehbolzen. Wenn der Motor eigenermaßen drin sitzt, pumpe ich die Reifen wieder auf. Soll von unten alles drankommen. Erstmal schraube ich alles von oben fest. Man sieht es ja, ich kann von hier oben jetzt bequem schrauben. Die Dämmmatte haben wir auch rausgenommen. Die zieht sich immer voll Wasser. Das ist voll eklig, das Ding. Ja. Ja, das sieht gut aus. Bis jetzt. Okay. Mal kurzes Update. Soll ja bei nächster Gelegenheit mal wieder laufen. Ich habe nämlich gerade erfahren, dass mein Mercedes in Bördensen fertig ist und fährt und schaltet und macht und tut. Ja, der müsste auch mal wieder da abgeholt werden. Zu Deutsch. Ja, ein bisschen Zeitdruck. Sieht aus, noch ein bisschen Zeitdruck. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Das geht auch so. Ja. Das Ding stand jetzt so lange da rum. Die 2 Tage macht das jetzt auch nichts mehr aus. Okay. Wir heben mal rein und sehen wir weiter. Ja, keine Sorge, ist noch nicht fest. Das alles auf einem niedrigen Niveau angesetzt. Ist keine Motorhalter vorhanden. Wir setzen den Motor jetzt erstmal ans Getriebe, können oben vernünftig verschrauben, was vorher nicht passiert ist. Und ja, dann ziehen wir den mit dem Kran hoch. Dann kommen die Motorhalter dran, die neuen Motorhalter mit den Platten und ja. Dann wird der Rest montiert. Sieht aber schon mal ganz gut aus, finde ich. Ne? Finde ich auch. Ja, wie man jetzt sehr schön sieht, der Anlasser ist schon wieder verbunden. Der Motor hängt jetzt komplett in der Luft. Ich habe den gerade mal ein bisschen umgehängt sozusagen, damit wir unten an die Gewinde dran kommen für die Motorhalter. Das scheint auch schon recht passend in der Flucht zu sein. Ich werde jetzt das Getriebe bzw. den Wandler mit dem Motor verschrauben. Hier sind schon die Schrauben für die Motorhalter. Ja, das sieht von der Positionierung sieht das ja schon ziemlich gut aus. Der muss definitiv noch ein bisschen höher, klar. Weil die nervige letzte Schraube auf dem Ventildeckel ist normalerweise die, die man kaum rauskriegt, weil die unter dieser Wand sitzt. Ja. Okay, dann machen wir mal weiter. So, wir haben jetzt das Getriebe mit dem Motor, beziehungsweise den Wandler mit dem Motor verschraubt. Jetzt haben wir das Getriebe am Motor dran. Wie gesagt, da kommt nichts mehr rein. Der Peilstab vom Automatikgetriebe ist dran. Zur Abwechslung jetzt auch mal ein Getriebe dran. Der kommt dann mit einer Getriebeschraube dran. Ja, hier oben auch alles fest. Jetzt muss ich gleich wieder nach unten die unteren Schrauben alle festziehen. Und dann ziehen wir den Motor auf Einbauhöhe, setzen die Motorböcke drauf
Beziehungsweise wir ziehen ihn wahrscheinlich ein bisschen höher, Motorböcke drauf und dann verschrauben wir die. Ja, und dann geht es an das ganze fisselige Kleinzeug. Klimaanlage wieder montieren, Riemen wieder montieren, Servolenkung wieder montieren, Sprit für die Pumpe, Lichtmaschine wieder einbauen, verkabeln. Der Thermostat muss rein. Neue Dichtung ist da. Ja. Natürlich möchten wir auch einen Gaszug haben, ne? Ja. Aber wird, ne? Wird. Ja, hallo zusammen. Ja, wie man sieht, hier ist ein Motor drin. Der ist auch wahrhaftig mit neuen Motorlagern verschraubt. Gerade dabei, den ganzen Kram hier wieder einzubauen. Die ersten Kühlschläuche sind drauf. Wir machen jetzt auch Feierabend, es ist 22 Uhr noch was noch. Meine Frau versucht jetzt gerade noch mal eben den Dieselanschluss abzuschrumpfen, weil wir da andere Leitungen nehmen wollen. Lichtmaschine, Anlasser, ist alles fertig. Ja, Servolenkung ist auch wieder drin. Da haben wir einige Undichtigkeiten gefunden und beseitigt. Temperaturgeber der Automatik ist auch wieder drin. Der da unten. Ja. Keilriemen ist drauf. Gerade dabei hier die Leitungen durchzupopeln. Echt lustige Arbeit. So gar nicht. Ja, hier sind neue O-Ringe drauf. Ja. Der Kühlerrahmen liegt schon bereit. Dann müssen noch die Gummis rein, wo der Kühler praktisch drin lagert, beziehungsweise die beiden Kühler. Ja. War wie erwartet ein Riesenakt, den Wandler und die Schwungscheibe zu einer Einheit zusammenzuschrauben. Aber mein Gott, so langsam kann ich's. Ist total bequem so unterm Auto. Ja, was haben wir hier noch? Irgendwas, was wir nicht mehr brauchen. Stimmt, hier ist eine Kaltstartautomatik nachgerüstet worden für die elektronische Einspritzpumpe. Der Kram ist aber irrelevant. Wir haben die elektronische Einspritzpumpe nicht mehr. Ja. Jetzt kommt noch der Temperatursensor hier oben aus dem anderen Kopf. Ja. Sieht bis jetzt ganz gut aus, muss ich sagen. Da sieht man, da wird gearbeitet. Und da wird falsch gearbeitet, sehe ich gerade. Da kriegen wir keinen Schlauch drauf. Wieso? Guckst du? Du bist mit dem Anschluss genau an der anderen Schraube. Ja, genau. Ich habe das auch mal geschafft. Ich habe so ein Ding mal festgedreht an dem alten Land Rover. Und zwar unten an der Pumpe. Und ich habe mich gewundert, warum ich da keinen Schlauch drauf kriege. Ja, weil dieser dusselige Nippel genau an der anderen Schraube hing. Ja. Ja, der Behälter ist auch wieder angeschlossen. Wie gesagt, der Tempomat fliegt noch. Der fliegt noch raus. Mal gucken, ob sich da auf der Seite noch ein Platz ergibt. Mit. Mal helfen. So. Ja, das sollte passen. Zwei Kupferscheiben. Eine oben, eine unten. Zwei oben, eine unten. Drauf. So kann man sich natürlich auch Undichtigkeiten basteln. Okay, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, also wie gesagt, das sind normalerweise die Spritleitungen, die mag ich nicht. Die sind etwas bruchgefährdet. Hatten wir schon mal bei einem.
Ja, hier sieht man, ich nehme lieber die anderen, die dicken. Hier kommt auch ein Gewebeschlauch hier rüber, also von da nach da. Hier unten ist die kleine Schraube. Moment, da. Jetzt ist es euch allen schlecht. Die obere Schraube, die man da sieht, auf der rechten Seite. Ja. Das ist die der Eingang der Pumpe. Automatikgetriebeöl habe ich also auch schon mal 5 Liter aufgefüllt. Fürs erste Durchdrehen, dass der Wandler sich füllen kann, dass die Ölpumpe nicht trocken läuft im Getriebe. Ja, das ist alles wunderschön. Ja. Klimaanlage noch verkabeln. Ja. Sieht schon mal ganz gut aus, finde ich. Andere Seite. Sieht man ganz gut. Da ist der neue Motorlager drauf. Verschraubt ist auch schon. Fehlen noch zwei Schrauben hinten zum Getriebe, aber das ist erstmal nicht wichtig. Frisches Öl habe ich da. Frischen Frostschutz habe ich da. Ready Mix. Hab keine Lust zu mischen. Ja. Da werde ich noch ausprobieren müssen, ob das jetzt so vom Winkel her passt. Weil der muss hier oben neben dem Kühler, wird der verschraubt. Ja. Sieht insgesamt schon sehr gut aus. Wir sind schon sehr weit, finde ich. Und der Motorkran, ich mag das Ding einfach. Ja. Der wird noch sehr gute Dienste leisten. In Zukunft. Ja, ich denke, ich werde das Video fertig machen. Wird ein bisschen kürzer. Weil, ihr kennt das selbst. Wenn man erstmal konzentriert durcharbeitet, dann denkt man da nicht mehr dran. Ans Filmen. Oder an irgendwas anderes. Ich denke zum Beispiel nicht an Essen. Das werde ich jetzt machen. Ja. Wollen wir hoffen, dass das alles gut geht. Vor allen Dingen ist der Wagen, hinterher vernünftig läuft. Lichtmaschine ist auch wieder drin, ne? Ja. Ja, ich denke, wir sehen uns Sonntag wieder mit dem nächsten Video. Einen angenehmen Abend wünsche ich noch und eine lockere Restwoche.